Ich kann mir vorstellen, wenn man selber auch hier lebt und tagtäglich hier durchläuft, dann diese Visionen zu entwickeln und sich nochmal zu überlegen, Mensch, da hinten, da wäre Platz und den Spa-Bereich und das könnte man noch erweitern und dann wirklich in die Detailplanung zu gehen. Wie entsteht sowas? Entsteht das abends beim Glas Wein oder wie entwickelt sich sowas? Also mit Sicherheit in einer gelockerten Atmosphäre. Mhm. Und wir haben immer so, ja, so Tatenzeiten, gerade nach großen Ruhephasen. Die sind meistens nach 1,5, 2 Jahren. Wir sind, glaube ich, unsere besten Gäste. Das heißt, wir machen es, wie schon mal erwähnt, wie unser Hotel ist unser großes Zuhause. Wie wir es gerne irgendwo antreffen würden bei Freunden. Und wir beobachten die Gäste ganz genau. Wir haben auch einen sogenannten Wellnessbarometer. Am Ende eines Monats wird das Haus von den Gästen bewertet. Und da gibt es auch so eine Rubrik, die heißt, was haben Sie für Wünsche und für Träume? Und deshalb ein bisschen verspielt, weil es muss ja alles so zusammenpassen, ein Wunsch und die Machbarkeit, die wir als Hoteliers irgendwo dann auch im finanziellen Rahmen auch erachten können. Und das gepaart mit wirklich immer offenen Augen. Die letzte Baustelle, wenn man von hinten anfängt, also ich könnte jetzt 28 Jahre Baugeschichte, 28 Baustellen, habe ich schon gemeinsame mit meinem Mann, 3 Jahre mit meinem Sohn. Da ist die Frage berechtigt, wie man diese Impulse bekommt. Wir reisen immer noch gerne, aber was wir nie tun, wir lassen uns inspirieren, aber wir kopieren nicht. Also ich habe jetzt gerade einen kurzen Sprung gemacht, aber der Erdteich unten bei der Sauna, das war immer in der Zeit, als wir auf die Malediven reisten und dann Spa-Anwendungen machten und so von Hütte zu Hütte gingen. Und das ist natürlich wettermäßig nicht gegeben. Aber diesen Eindruck, an Wasser zu liegen, in die Natur zu schauen, unverbaut, zu jeder Jahreszeit, da entstand dann auch die Idee, ja, da kommen halt die Wolldecken und man liegt natürlich im Winter nicht eine halbe Stunde, aber dann doch 10 Minuten zwischen den Saunagängen. Und dieser Impuls kam aus dem Süden und wir haben das dann praktisch in die Bergwelt adaptiert. Oder das Grillrestaurant, was könnte für unseren Gast noch als Highlight dastehen? Er kann hier unten in den Stuben traditionell Österreich-Tiroler Küche essen, international im Kulinarium. Es gibt auch 2 verschiedene Buffets in der Woche. Es wäre doch schön, wenn man zuschauen könnte. Die Idee ist nicht neu, aber am Feuer zu sitzen ist eine alte Leidenschaft der Menschen. Und zuzuschauen, wie frische regionale Dinge zubereitet werden, das müsste doch jedem Spaß machen. Das müsste doch eigentlich ein Highlight sein. Und so haben wir einen sehr fähigen Tischler im Unterland gefunden und der konnte das einfach dann mit uns diese Höhle übersetzen, das Feuer, die frischen Speisen, die Höhle, aber dann trotzdem vorne die große Panoramascheibe, dass man einfach auch erkennen kann, wo sitze ich unverbaut eigentlich vor dem Geißhorn. Sehr schön. Ja. Ich habe es mir schon angeschaut. Ich bin begeistert von den dunklen Farben. Wie kommt es, dass Sie den Mut haben, so viel dunkle Töne einzusetzen? Das traut sich sonst kaum jemand. Ja, diese dunklen Töne sind natürlich sehr erdwarm, erdnah, aber sie haben vielleicht auch diese außerordentliche blaue Wand gesehen. Das ist ja auch eine Lehmputzgeschichte. Da wird also Lehm aus dem Lech in einer speziellen Technik, das sind 5 Gänge, Arbeitsgänge, ist ein bisschen Stroh auch hineingestreut, was dann rausgeputzt wird, nachher gewachst. Und das sind dann die heimischen Überlegungen. Das Kobaltblau war uns wichtig. Und dieses Blau wollte ich unbedingt integrieren. Und somit ist dann auch diese große blaue Wand entstanden, die dann etwas als Kalkfarbe die braunen Erdtöne ein bisschen Schön. aufbrechen sollte. Sie planen das, kreieren das selbst. Wie kommt das? Wir haben natürlich auch Architekten im Boot, die das dann technisch auch übersetzen. Ich finde es auch ganz wichtig, wenn man so eine vorgefertigte Vision hat, mit Fachleuten zusammenzusitzen und dann im Team, nur dadurch kommt richtige Kreativität heraus, sich den Ball zuzuspielen. Und für mich ist immer wichtig, die Architekten, die es dann auch aufzeichnen, dass sie wissen, wo unser Trendgespür auch immer wieder hingeht. Und man muss natürlich auch
vielleicht ist es nicht üblich, ein Hotelier muss ja viele Dinge wissen. Ja. Unsere ureigenste Verbindung zur Architektur und zur Kunst lässt uns natürlich auch ganz genaue Trendmuster erkennen und die dann versuchen umzusetzen mit den Kreativen. Also es ist uns ganz wichtig, wie diese ausgesägten und ausgelaserten Holzelemente, da hat dann ein Muster eines Balkons aus dem Unterland Pate gestanden. Und erstens ist es sehr interessant und schemenhaft, wenn man was durchtrennt, wie ein Paravent mit Lichtschlitzen und man kann trotzdem interessant und gekonnt einen Raum trennen. Und es muss sich immer was entwickeln, man muss seinen Style behalten. Ach so. Und dann haben Sie aber, lassen Sie auch ein bisschen freien Lauf und gucken. Ja, ja, aber neue Dinge sollen Platz haben und man darf nichts zu Tode konstruieren, sondern man muss die, also wenn es die Leidenschaft ist, in einer heimischen Umgebung, muss man wirklich mit Augen und offenen Ohren durch alle Gänge und auch mal an einem Bauernhof vorbeigehen und da hängt dann so ein merkwürdiger Lederriemen mit einer Großschnalle, weil das von einem Rinder oder Ochsen kummert. Und da muss dann schon einem wieder was einfallen und da entsteht mit Sicherheit dann als nächster Schritt eine Lampe draus. Oder? Gut, und das ist die Gratwanderung, die ich finde hier sehr auffällig ist, wie Sie es schaffen, das Traditionelle zu bewahren, aber dann doch in eine moderne Formsprache auch nicht zu übersetzen, sondern im Grunde ja beides miteinander gleichzeitig auch gleichwertig, also der Respekt vor der Tradition, aber dann trotzdem auch das Fesche, sage ich mal. Der Spannungsbogen. Ja. Ja, der Spannungsbogen zwischen Tradition und Trend, das war bei den kulinarischen Räumlichkeiten oben auch diese Materialsprungwand, diese Streifenwand. Ja, die ist super. Zu diesem Zeitpunkt schon ein sehr mutiges Vorgehen. Da waren Sie früh dran, ne? Ich kann mich noch sehr gut an Weihnachten, bei der Eröffnung, an ältere Stammgäste erinnern, die dann sagen, wo ist meine Blümchengardine? Sage ich, das war eine wunderschöne Sache, aber wir sind jetzt bei dieser Materialsprungwand. Und wenn Sie genauer hinsehen, das sind alle Materialien verwandt, die hier in diesem Bereich eingesetzt wurden. Loden, Leinen, Holz, Eisen, Stahl. Die Lampenschirme aus Käseleinen, bestickt mit der Lederhosenstickerei von Gössl, die haben wir extra dorthin geschickt. Sehr schön. Es waren echte Hirschledersessel, die wir dann ab und zu mit Chromapplikationen mit Form eines Hirschgeweihs versehen haben. Ja, und das sind so Dinge, das muss man sich als Vision vorstellen. Dann den Mut haben, das auch vielleicht so in Angriff zu nehmen. Ist natürlich toll, wenn man eine Familie hat, wie ich. Wir müssen nie über Geschmack streiten. Und auch mein Sohn und wir drei, also so als Dreiergestirn, haben als Geschenk mitbekommen einen sogenannten Gutheinsgeschmack. Und wir verschwenden uns eher dann oft im Finanziellen, weil alles, was schön ist, natürlich auch seinen Preis hat, aber wir haben die Erfahrung gemacht, was wirklich eine Wertigkeit beinhaltet, das hält auch doppelt so lange, wenn man so eine Fluktuation hat. Es hält und es wird geschätzt von Ihren Gästen, habe ich den Eindruck. Ja, man muss die Gäste beobachten, sie fassen das an, ja, genau. Sie heben es hoch, sie riechen dran, sie sind bewegt und berührt durch die Ehrlichkeit der Materialien. Ja. Toll, herzlichen Dank, es war sehr informativ. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Geibel. Dankeschön.